Unser Otto schläft ganz leise und nebendran ist der Heiler beschäftigt, während wir hier noch Lesestoff uns wieder aneignen dürfen. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Asteragos Curse of the Stars, eine weitere neue Folge. Ich bin der Daniel, ihr seid bei Alles Furchtbar kommentiert. Ja, wir haben hier beim letzten Mal den Raum erreicht. Ich habe allerdings nicht mehr alle Gesprächsdokumente finden bzw. ja, durchlesen können. Damit machen wir jetzt heute weiter, bevor wir dann eben entsprechend, ich denke mal, irgendwann den Wärter auch noch konfrontieren können. Mal gucken, wann es denn soweit ist. Hier irgendwie hoch? Nö. Okay. Wer hat denn? Ich hab auch gedacht, da leuchtet schon wieder was im Schrank. Also hier haben wir schon das Zeug gelesen. Achso, Moment mal, da liegt noch was zum Aufnehmen. Ein Goldbarren. Und auf dem Schreibtisch könnte vielleicht auch noch was. Ne, da ist auch nichts mehr. Doch alles erwischt beim letzten Mal? Ja gut, ich nehme mal an, dass ich die jetzt habe, oder? Also ich habe zumindest mal auch hier so einen Plan von Styx hier, also von dem Gelände hier mitgenommen. Mal gucken, was er sagt. Ist Otto all right? He has a strong constitution. Between that and my magic healing, his life isn't in any danger. I'm just not certain about the extent of his internal injuries, so it's hard to say when he'll wake up. How did it go? Did you make any progress? Wir haben da verschiedene Antwortmöglichkeiten bzw. verschiedene Dialogmöglichkeiten. Jetzt bin ich neugierig. Habt ihr eure Heilmagie in Styx erlernt? Wenn man bedenkt, wer ihr seid und wo ihr die letzten Jahrhunderte verbracht habt, ist es recht ungewöhnlich, dass ihr diese Magie beherrscht. Das stimmt, Kind. Ihr seid noch immer auf der Hut vor mir. Aber das war zu erwarten. Schließlich habe ich mich euch nie geöffnet. Die Wahrheit ist, dass ich ein Opfer von Petreos Magie-Experimenten bin. Ihr? Ja, und das, obwohl ich einst seine rechte Hand war. Er hatte das Gefühl, dass meine Ansichten nicht mit seinen harmonierten. Und so entwickelten wir uns auseinander. Also hat er Experimente an euch durchgeführt. Und sich eure zu entledigen? Er glaubte nicht, mich damit zu bestrafen. Im Gegenteil, er hielt es für eine Belohnung, mir magische Fähigkeiten zu verleihen. Er meinte, dass ich seine Einsichten nur teilen könnte, wenn ich selbst über ein Band zur Magie verfügte. Das ist doch Irrsinn. Ha, ich weiß, diese aufrichtige Antwort zu schätzen. Es ist beruhigend, dass ihr meine Auffassung zu dieser Angelegenheit teilt. Was hat Petrus mit diesem Ort gemacht? Ihr müsst selbst gesehen haben, wie sich das Gefängnis verändert hat. Bevor er nach Styx kam, war er eine charismatische Persönlichkeit. Niemand in Styx wagte es, ihn zu verärgern, selbst der Wärter bat ihn, ihm in seinen Gebeten zu helfen. Nachdem der Fluch ausbrach, war er es, der die Gemüter in Styx beruhigte. Der Wärter, die Gefängniswachen, selbst die Gefangenen, alle beteten um Petrus' Hilfe. Aber hatte Petrus nicht ein Verbrechen begangen? Das hat jeder in Styx. Selbst die Gefängniswachen sind keine Unschuldslämmer. Dies ist ein besonderer Ort, der sich jenseits der Gesetze der Außenwelt bewegt. Petrus' Vergehen haben ihm hier nur noch mehr Bewunderung eingebracht. Ich verstehe das nicht, wie auch immer. Was hat er mit diesem Ort gemacht? Er hat dieses Gefängnis nach und nach in ein riesiges Labor verwandelt und dadurch Studenten von der Akademie angelockt. Anfangs hielten sich alle zurück, aber dann, nun, wie ihr wisst, musste Petrus sich hier nicht verstecken. Er zeigte schließlich sein wahres Gesicht und machte Styx zu seinem Reich, in dem er allein die Regeln bestimmen konnte. Es gab keinerlei Widerstand, als Petrus das Gefängnis übernahm. Das ist entsetzlich. Kein anständiger Mensch würde so etwas aus einem Gefängnis machen. Ihr seid ihm nie begegnet, deshalb erkennt ihr mit Leichtigkeit, was sich hinter seiner Fassade verbirgt. Es ist schwer, wie soll ich das formulieren? Wenn er die ganze Zeit bereits um den Finger gewickelt hatte, wie leicht war es dann verholt für ihn, ein Gefängnis unter seine Kontrolle zu bringen? Was für Experimente führten diese Fanatiker durch? Warum greifen sie uns an? Das wollt ihr nicht wissen. Sie nehmen Durchbrüche in der Magieforschung als Vorwand, um brutale und unmenschliche Dinge zu tun. Ihnen ist egal, ob sie Frauen, Kinder und Ältere zerlegen und verschmelzen. Nicht einmal der schlimmste Verbrecher dieser Welt hätte es verdient, ihnen in die Hände zu fallen. Aber haben sie wirklich? Was für Durchbrüche haben sie tatsächlich erzielt? Sie haben viele sonderbare Arten der Magie entdeckt. Biologische Modifikation, Raumverzerrung, Energieumwandlung. Doch im Verlauf ihrer Experimente haben sie den Verstand vieler Menschen zerbrochen. Ursprünglich waren sie Physikoi, doch nun sind sie manische Fanatiker, die vom dunklen Wächter beschützt werden. Wir dürfen diese Leute gegenüber keine Gnade zeigen. Nicht einmal die Götter der Sterne können sie noch retten. Vorhin habt ihr von einem Relikt in Petrius geheimer Kammer gesprochen. Wo befindet sich diese Kammer? Der Eingang befindet sich im Untergeschoss, nur der dunkle Wächter kann ihn öffnen.
Können wir mir noch mehr erzählen? Ich habe es doch bereits deutlich gesagt. Ihr könnt das Relikt nicht bekommen, ohne seinen Test zu bestehen. Der dunkle Wächter ist Teil dieses Tests. Wenn jemand etwas von Petrus wollte, neigte er dazu, es dem Betreffenden mit einem Test schwerer zu machen. Wer seinen Test besteht, wird mit Geschenke überhäuft, die sich für viele jedoch als grotesker Fluch erwiesen haben. Ich glaube, ich kann nicht folgen. Ich meinte jedes Wort. I found the list, but the entry stopped a long time ago. So there's no record of Myron's transfer? No. That's unfortunate. Child, this might be hard for you to hear, but as you can see, most of the prisoners here have long lost any sense of sanity. Perhaps not finding this smith may actually be a blessing in disguise for that woman. Go and see if you can find any documents relating to the Black Warden first. Without understanding its weaknesses, we won't be able to get out of here. Also müssen wir uns mal umschauen. Das heißt, irgendwo muss hier noch was sein. Hier kommen wir nicht weiter. Was sagt das Spiel dann hier? Edge, bleib mal stehen. Das hatten wir schon. In den Schränken scheint auch nichts zu liegen. Auch von hier aus betrachtet. Mal eine andere Perspektive eingenommen. Und hier liegt auch nichts auf dem Boden. Gut, ich meine, wir können natürlich bei ihm vorne mal noch den Weg reingehen. Oder kann ich hier irgendwie die Leiter nutzen? Oh, was ist das denn? Schauen wir uns gleich mal an. Also zum Lesen haben wir hier nichts mehr, auch zum Looten ist hier nichts mehr. Außer eben dieses Gefäß. Seltsamer Stenit. Geschenk für den Wärter. Aigidius, die letzten Jahre war eure Loyalität den Göttern der Sterne gegenüber unübersehbar. Ihr habt euch um all meine Belange gekümmert. Und dank euch konnte ich noch nie dagewesene Erfolge erzielen. Auch die Götter waren Zeugen eurer guten Taten und werden euch für eure Loyalität und eure Dienste belohnen. Ireneus sagte mir, ihr werdet eure Arbeit in Styx überdrüssig. Daher werden die Ergebnisse des Experiments um den dunklen Wächter das perfekte Abschiedsgeschenk für euch sein. Der dunkle Wächter ist unsterblich. Mit Hilfe seines Wiederbelebungsapparats kann sein Körper unendlich regenerieren, wodurch er während des Fluchs sicher der bestmögliche Wächter für Styx werden wird. Allerdings gibt es immer eine gegenseitige Anziehung zwischen dem Körper und der Seele, weshalb ihr den Seelenbehälter gut bewachen müsst. Es darf sich ihm nicht nähern. Wenn die Seele zurückkehrt, wird dieses Geschenk seinen größten Nutzen verlieren. Nutze es weise, Petrius. There seems to be something flowing inside the container. There are notes written on it. The results of the Black Warden experiment. What does that mean? The soul and the flesh attract each other. I'd better go ask Agonon. Das ist wohl das, was Agonon haben möchte, ja? Okay. Na dann. I found a document with the words "the soul and the flesh attract each other" written on it. What does that mean? Oh, I see. When the soul is separated from the body will be immortal. And what does that mean? One of the experimental results Petrius is most proud of. The main reason Black Warden is immortal is because his body and soul are separated. Provided the soul is not destroyed, it can continue to repair the flesh with magic. The soul? Is that real? In our country, we also have the concept of soul, but mainly in legends and superstitions. But with the Black Warden, it's obvious that the soul is indeed real. What? Anyway, the Black Warden's soul should be kept somewhere by the Warden. Is it in this small box? Oh yes, that's it. Let me see. There is a seal here. It's to prevent the Black Warden from coming to this floor to retake the soul. I can weaken the seal. The Black Warden will come looking for the soul, and when he's close enough, the soul will go back to him. But this is not an ideal location for a battle. You need to choose somewhere that won't affect Otto.
Makes sense. I understand. Behind the Warden's cage, a spiral staircase leads down to an underground dungeon. There's a huge laboratory there. It's the place where the Black Warden and many other terrifying creatures are born. By opening the soul container in the laboratory, you can attract the Black Warden. After that, be very careful. Danach müssen wir sehr vorsichtig sein, ja. Dann wird wohl der Kampf losgehen. Heißt, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Beinfreiheit, ja. Heißt, ich kann mich auch um die Kiste kümmern. Und ich meine, Kiste, halbwegs großes Areal. Ich weiß, ich gamble immer ganz gerne, aber ich sag, das ist wieder eine Klipperkiste. Nein, ist es nicht. Gut, dass ich eher nicht so der Typ fürs Casino bin. Ich wäre wahrscheinlich mittlerweile schon bitterarm. Dann kann ich natürlich jetzt auch mal... Also wir müssen auf jeden Fall das Areal nochmal so richtig erkunden. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt vor dem Boss noch geschehen wird. Ansonsten müssen wir es nach dem Boss noch machen. Na, kommt's jetzt? Ja. Okay. Na wenigstens. Er schlappert mich da aber auch an hier, ne? Wir brauchen Elektro. Oh, wir brauchen Heilung. Schmuckdesign, Kult, Band 2. Wieder was, was Vulcan craften kann. Hier kann ich nichts einstecken. Okay. Oh, Moment, das ist ein Aufzug. Ein Aufzug mit der Wendeltreppe. Das ist ja sehr spannend. Das war wohl für die Leute, die zu faul zum Laufen waren in der Vergangenheit, ja? Komme ich denn jetzt hier wieder raus? War ich hier schon? Gemessen an der Tatsache, dass hier einfach... Ach, das ist... Moment. Ja, doch, da war ich schon. Da ist eine gelootete Kiste. Aber ich glaube, so viel Glipper wieder nach vorne ist... Könnte ich hier zumindest mal noch Sachen wegmachen. Das war der Weg hier rein, das ist die mittlere Etage. Die von der anderen Seite und der Mechanismus ist ja auch nicht wirklich von Hilfe. Laborschlüssel. Ah, wir haben hier wieder ein Feuerbiest. Ich hab mir doch schon gedacht, da gibt es mehrere. Ich meine auch, dass ich in der Falana-Akademie mal was gesehen hatte. Da wollte ich nämlich auch nochmal bei Gelegenheit irgendwann mal hin. Da war, glaube ich, auch noch irgendwas im Feuer. Hoppla. Moment mal, ich nutze vielleicht mal gerade den Stab und mach's mal damit aus. Uiuiuiui, okay.
Ich bleib mal hier. Ich bleib mal hier. Ich da durch die Wand geschossen? Oh, Moment, mein Dings ist alle. Meine Batterie ist alle. Da müssen wir jetzt halt nochmal die letzten Sachen so machen. Hui! Die Viecher sind ganz schön garstig. Da war noch eine Kiste da hinten. Was mache ich denn hier mit diesen Opferkringeln da? Sieht auch verdächtig aus, als wenn das hier noch nicht das Ende ist. Halt, genau. Halt, ich brauche hier Elektro wieder. Elektro für den Glibber. Da ist nicht immer was drin. Ich bin gerade ein bisschen ahnungslos, wo ich jetzt hier bin. Da ging es auch nochmal nach unten. War ich da schon drin? Eingang. Eingang. Na logisch. Das heißt aber jetzt, wir müssen wieder in den Keller runter. Oh, wo kommst du jetzt auf einmal her? Hatten wir nicht schon die Bekanntschaft gemacht? Mit zwei? Vielleicht kann ich mich jetzt doch nochmal so halbwegs in Ruhe umgucken. Das würde mich gerade freuen. Wie auch immer ich mal hier von der anderen Seite rankomme. Mal schauen, ob da nochmal ein Kringel nach innen offen ist. Das ist der Gang, wo der hochgehüpft ist. Da ist er nämlich jetzt auch gewesen. Den Weg hat er auch frei gemacht im Nachgang. Und ich liebe sowas. Sachen mit einem Hit kaputt hauen ist schon eine spaßige Angelegenheit. Ich denke, der Weg war dazu gedacht, dass man hier diesem Fieder ausweichen kann. Deswegen kann ich jetzt hier die Tür wieder aufmachen. Genau, da war ich nämlich oben auch schon mal irgendwo, habe die eine Blutspur da gefunden oder das eine Siegel. Da gibt es ja noch so ein paar andere Gänge, wo man rauskommt. Da kann ich noch gar nicht gewesen sein, da ist noch eine Platte. Torture floor. The oppressive, creepy environment is uncomfortable enough on its own. Oder ich bin hier wirklich nur schnell durchgehuscht. Er hat sich befreit. Hallo? Lass mich doch. Entschuldigung, ich musste intervenieren.
Das Experiment ist fertig. Ah, da liegt was Glitzerndes auf dem Folterstuhl. Das wird dann wohl von einem unserer Kollegen gewesen sein, wenn ich das hier erkennen kann. Ne? Judging by the amount of blood, it looks like this place was used to torture someone. Or maybe some dreadful experiment was conducted here. I can't even. My poor brother. I can't recognize who you are. But may the wind take your soul. I wonder if Otto came across this gory scene too. Hätte doch schon was gesagt, oder? Wenn er das gesehen hätte. Was hätte er doch schon erzählt? Denk mal, wenn wir jetzt da links, da rechts reingehen, dann werden wir auch da noch wieder nach unten kommen. Und dann vermutlich auch dem Wächter gegenübertreten können. Ja, hier waren wir nämlich schon. Da ist mir auch nochmal eine Gefangenenliste gewesen, da war bei Myron wohl auch nicht drauf gestanden, sonst hätte sie das schon erwähnt. Ging's hier noch nach oben? Theoretisch schon, genau. Genau, aber wir müssen ja nach unten. Also dann gehen wir mal nach unten. Wiege des Phylacteriums. Hier hinten war ich auch noch nicht, da muss es auch noch einen Weg geben. Also vielleicht haben wir tatsächlich noch ein bisschen was vor uns, bevor wir da weiterkommen. Wir haben aber auch noch hier diesen Apparat hier, wo wir schon die ganzen Sachen eingesteckt haben. Da läuft aber bisher auch noch nichts. Die Tür ist auch noch verschlossen. Hm. Also hier dürfte eigentlich erstmal nichts mehr sein. Hier haben wir schon ziemlich viel freigeräumt. Die Mutantenberichte hatten wir auch schon gelesen. Ich dachte, dass es hier sein müsste. Das hatten wir schon. So, wie komme ich denn da jetzt weiter? Hier nochmal. Ich gucke mich auch da nochmal kurz um, ob ich da vielleicht noch was übersehen habe. Oftmals ist ein zweiter Blick besser, wenn man sich nicht ganz sicher war. Und es kam ja... Ach, Moment mal. Hier war doch noch sowas, ne? Was war das hier? Something's here. Genau, hier ist irgendwas. Da brauchen wir aber noch so einen Mechanismus zum Reinstöpseln. Ja, und jetzt kommt man natürlich nur wieder hoch. Andererseits, wir sind natürlich auch die andere Wendeltreppe von uns nicht ganz nach unten gegangen, glaube ich. Na komm, ich kriege hier einen Drehwurm. Oh, hier, da kam jetzt was ins Bild und ich dachte schon, meine Güte. Das ist wieder der Eingang, ne? Das ist der Eingang. Also, wo sind wir denn jetzt da? Ich verlaufe mich schon wieder. Es ist furchtbar. Moment mal, da ist noch... ich will mal was ausprobieren. Wenn hier so Glibber ist an der Wand. Ist das gar nicht weg? Sonst geht es doch immer weg. Jetzt geht's weg. Aber es bringt halt genau gar nichts. Da ist nichts, was hier noch passieren könnte an der Stelle. Ah, hätte vielleicht gedacht, es geht hier einfach mal dann das
Teil hoch. Warum sind die schon wieder da? Hör mal auf, da mit deinem Feuer rumzuspielen. Mag ich nicht. Hab ich doch gerade eben erst diesen einen. Das eine Fieder gemacht. Dann haben wir die Tür aufgemacht. So, wo? Links, jetzt runter. Es ist ja wunderschön, dass ich wieder mal den... Ah, Moment mal, hier. Das könnte... Da ging es noch weiter runter. Und plötzlich habe ich auch wieder so eine leichte Bosskampfmusik. Und einen Speicherpunkt. Isus Mutantenberichte Nummer 5 und Nummer 6. Isus Mutantenbericht Nummer 5, 30. Tag, 1. Monat, Jahr 1319. Zeitalter des Wissens. Während Irenaeus nach dem Grund gesucht hat, warum die Sklaven so widerwillig an die Götter der Sterne glaubten, hat er von dem Aufschwung des Isus-Kults erfahren. Er wurde in kürzester Zeit gegründet und täuscht vor, eine seriöse Organisation zu sein. Doch er interpretiert den Willen der Götter der Sterne fehl. Was seine Führung angeht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand anderes als Hypatia ist. Angesichts eines solchen heretischen Verhaltens kann ich nur dann die Tür zu meiner eigenen Wahrheit öffnen, wenn ich mich davon nicht beeinflussen lasse und weiter meinen eigenen Weg folge. Irenaeus ist jedoch nicht in der Lage, so zu denken, und selbst ich kann den Groll in seinem Gesicht nicht mehr ertragen. Was bringt es, wenn sich die Schurken selbst zerstört? Die Zeit drängt in unserer Stanitforschung. Ich habe keine Zeit, um mich um diese Laien zu kümmern. Irenaeus muss über seine Kleinigkeiten hinwegkommen und aufhören, so eine Enttäuschung zu sein. Isus Mutantenbericht Nummer 6, 1. Tag, 9. Monat, Jahr 1325, Zeitalter des Wissens. Als erster Isus Mutant ist der dunkle Wächter das Ergebnis unserer Forschung der letzten Jahrzehnte. Ein wunderschönes, unglaubliches Ergebnis. Wir haben das Fleisch und die Seele von Subjekt 0 getrennt, wodurch der Körper wie zuvor selbstständig agieren und sich selbst regenerieren kann, selbst bei großen Schäden, sodass das Subjekt unsterblich geworden ist. Das ist ein weiterer Schritt nach vorn auf unserem Weg hin zu gottgleicher Unsterblichkeit. Diese Leistung war für das ganze Personal des Archons in Styx eine Überraschung, und sie sind erpicht darauf, meine Kreation kennenzulernen. Es gibt nur eine Sache, die mir Sorgen bereitet. Das Kind von Haus Gold Olive, auf das Irenaeus aufpasst. Ich habe gehört, dass dieses verfluchte Kind seine Nase vor kurzem in Styx Angelegenheit gesteckt hat. Ich habe entschieden, ihn Styx besuchen zu lassen. Hoffentlich schluckt er den Köder, den ich hinterlassen habe. Bei den Göttern, wir werden den dunklen Wächter in Aktion erleben können. Ja, ich nehme an, dass wir den tatsächlich hier bald in Aktion erleben werden. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich habe hier einen Speicherpunkt. Das ist ein sehr guter Punkt, um mal eine Pause zu machen. Deswegen nutze ich die Gelegenheit und vertröste euch dann eben auf die nächste Folge. Dann möglicherweise mit dem Wächter, Wärter, wie auch immer, im Zweikampf. Ja, schaltet wieder ein. Es wird sicherlich spannend. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.